Herzlich willkommen in der wohl bekanntesten Feuerwache New Yorks, dem Hauptquartier der Ghostbusters. Nachdem bereits im Juni die Versionen für die PlayStation 2 und 3 erschienen sind, könnt ihr nun noch auf der Wii und Xbox 360 auf die Jagd nach Slimer und Co. gehen. Die Xbox 360-Version haben wir bereits als US-Import getestet. Wie schon auf der PlayStation 2 ist die Wii-Version wesentlich bunter als die PlayStation 3 und Xbox 360-Fassung und in einer Cartoon-Optik gehalten. Die Handlung setzt nach den Geschehnissen der beiden Filme ein und die Geisterjäger haben inzwischen wieder alle Hände voll zu tun. Zeit für Verstärkung. Daher geht ihr als neuer Rekrut, auf Wunsch männlich oder weiblich, bei der bekannten Truppe, bestehend aus den Wissenschaftlern Ray Stantz, Peter Venkman und Egan Spengler sowie Aushilfe Winston in die Ausbildung. Mit Protonenpack bewaffnet, kämpft ihr an der Seite der alten Hasen gegen zahlreiche Geisterarten. Hier etwa gegen einen angesäuerten Geisterkoch, der euch mit allerlei Küchenutensilien zu Geisterjäger Schaschlik verarbeiten will. Doch da spucken wir ihm ordentlich in die Suppe. Mit dem Protonenstrahler wird er nun zunächst einmal geschwächt. Vergesst die oft prophezeite Regel, nicht die Strahlen kreuzen, denn diese ist ja völlig unerheblich. Ansonsten würde von New York wohl schon gleich zu Beginn des Spiels nur noch ein ausgebrannter Krater übrig bleiben. Nachdem der Koch seine Geisterenergie eingebüßt hat, könnt ihr ihn ordentlich gegen die Wände dreschen und ihm den Rest geben. Noch schnell die Falle ausgeworfen und schon findet der Geist seine, hoffentlich, letzte Ruhe im Aufbewahrungssystem der Feuerwache. Während des Spielverlaufs spielt ihr entweder gemeinsam mit Peter, Ray, Egan und Winston, streckenweise steht ihr aber auch auf eigenen Beinen. Hier jagt ihr einen Geist quer durch ein Hotel und sprengt dabei die halbe Möblierung in die Luft. Beschleimte Objekte könnt ihr mittels des Protonenstrahlers aus dem Weg räumen, die Verfolgung fortsetzen und den Geist am Ende einfangen. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, mit einem Freund im Koop-Modus zu spielen. In dieser Szene rösten wir gemeinsam den allseits beliebten Marshmallow-Mann, der natürlich in keinem Ghostbusters-Spiel fehlen darf. Während wir also vornüber vom Hochhaus baumeln, versuchen wir den weißen Riesen mit den Protonenstrahlern zum Schmelzen zu bringen. Normale Sprengestrahlen reichen in diesem Fall jedoch nicht aus, deshalb setzen wir Bosonpfeile ein. Dies sind die rosa Lichtkugeln, die wir dem Gegner ins runde Gesicht schießen. Die Anzeige am Bildschirmrand zeigt euch übrigens euren Gesundheitszustand sowie die Temperatur im Protonenpack an. Ist sie zu hoch, müsst ihr einen kurzen Moment warten, bis ihr wieder Strahlen abschießen könnt. Während des Kampfes werden wir an Seilen von unseren Geisterjägerkollegen Ray und Peter gehalten, die in Ruhe plaudern, während wir die Arbeit erledigen. Wer die Filme gesehen hat, dem werden die Stimmen sofort bekannt vorkommen, denn es handelt sich um die Originalsprecher, die auch die Filme synchronisiert haben. Ein großer Pluspunkt ist auch der typische Ghostbusters-Humor, der an vielen Stellen des Spiels ganz eindeutig zum Vorschein kommt. Insgesamt ist Ghostbusters für die Wii ganz nett und gut spielbar. Falls ihr jedoch eine PlayStation 3 oder Xbox 360 zu Hause habt, solltet ihr besser zu einer dieser Versionen greifen, da sie optisch eindeutig mehr zu bieten haben.